So. Test, Test, Test. Test. Moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation 3. Ja, wir spielen heute mal Team Deathmatch. Wie ihr vielleicht in meiner Stimme hört, ich habe Halsschmerzen, aber ich denke, es wird mich nicht daran hindern, hier ein Let's Play zu machen oder zumindest ein Gameplay hier für euch zu erspielen. Und ja, jetzt müssen wir erstmal wieder in eine Lobby finden. Das kann natürlich auch mal wieder dauern. Ich würde mal hier Resistance einloggen. Schöne Map, Paris, immer schön. Schöner Blick zum Eiffelturm. Der Duft vom Brioche ist in der Luft. Wunderbar. So, da sind wir schon und wir spielen auf der wunderbaren Map Terminal. Team Deathmatch. Und ich habe einen kleinen Tipp für euch. Todesserien verleihen Ihnen einen Bonus, wenn es mal nicht so läuft. Ist immer gut, kann man immer gebrauchen. Terminal ist auch natürlich eine coole Map aus Modern Warfare 2, wie ihr vielleicht wisst. Spiele heute mal das Gameplay mit der MP5 und der SMAE. Fingerfertigkeit Pro und Visier Pro und Stalker nehme ich auch mit. Splitter und Blendgranate. Ganz klar, muss auch in den Rucksack. So, hier explodieren schon die ersten Bomben. Die fallen schon auf uns. Hier ist ein Helikopter. Ein kleiner Quadrocopter, der hier auch rumfliegt. Und den werden wir jetzt auch mal folgen, den wir hier haben. Und da vorne ist auch schon einer. Den werden wir mit der MP5 ausschalten. So, den haben wir mit der MP5 ganz chillig in den Tod gerissen. Da haben wir wieder 100 Punkte erzielt. Das sind schon 200 Punkte. Zwei Kills haben wir schon gemacht. Ohne. Oh. Naja, gegen Sniper hat man natürlich auch keine Chance. Da kann der beste Spieler hier auf der Map rumlaufen. Und besonders bei Camper hat man sowieso erst keine Chance. Wir gehen jetzt ins Flugzeug hinein, schmeißen aber erst eine Granate in den Raum, um den Raum zu sichern. Wir legen uns auf den Boden, legen unser MP5 an. MP5 ist die beste Waffe, die man im Spiel haben kann. Sie hat eine extrem hohe Präzision. Sie kann genau schießen, hat eine extrem hohe Durchschlagskraft. Und sie ist eigentlich optimal für jeden. Aus dem Grund ist die MP5 ja auch so beliebt. So, wir gehen jetzt in die Booster-Ecke. Da werden gerne Booster geboren. Und das muss ich natürlich verhindern, dass da hinten Booster sich ansammeln. Bei den Fässern sind auch gerne Leute. Da müsst ihr auch richtig aufpassen. Aus dem Grund werden wir jetzt mal so einen Typen killen. Das zeige ich euch, wie das funktioniert. So, Granate scharf machen. Ich sehe noch das Rohr hier. Buff, 350 Punkte, das ist ein sogenannter Zahltag, den ich hier erspielt habe. Weiter nach vorne gucken, ob da keiner ist. Von hier aus hat man einen guten Blick über das ganze Spielfeld, weil der Gegner, der schaut nicht auf das Cockpit. Aus dem Grund kann ich viele relativ gut ausschalten. 20 Punkte für den Assist, das gibt es auch noch dazu. Das ist immer sehr gut. Wir schießen und da hat er uns schon erwischt mit seiner blöden Gun. Vorräte sind auch natürlich schon unterwegs. Waffe ist nachgeladen, das ist ganz wichtig. Aber da lege ich mich lieber nicht an, wegen den Snipern. Hier mit Thermalfunk ausgestattet. Eine ganz gefährliche Sache. Aufklärungsdrohne wurde auch schon gesichtet. Mal gut, jetzt gehen wir da hoch. Da springen wir einfach hoch, zack, machen wir X. Und wir gehen nach oben mit der MP5. Aber lassen wir das lieber, weil wir werden gerade beschossen. Aus dem Grund gehen wir wieder in den Raum rein. Wir schießen ihn aus. Wir haben eine Drohne, 4er Abschussserie jetzt auch erreicht. Waffe ist auch wieder mal nachgeladen. Wir legen uns auf den Boden, es ist zu unsicher. Wir können jetzt hier die Drohne zünden. Drohne ist auch schon unterwegs hier. Das sind zwar am Verlieren, aber das macht eigentlich gar nichts. Punkte gibt es trotzdem. So, Schüsse kommen wieder von hinten. Und mit der Mini-Uzi wurde ich ausgeschalten. Hier schmeißen wir einfach mal einen Rocket Launcher hin. Eine kleine Rakete. Schüsse kommen von hinten. Dann packe ich einfach meine MP5 aus. Sturmfeuer.
hat in diesem Fall jetzt keine Wirkung gezeigt, weil ich mit der kleinen Uzi ausgeschaltet werde. Da oben sind schon die Camper. Wenn ihr einen Camper entdeckt habt, schaltet die Camper aus. So, wir haben eine Niederlage erzielt. 3800 Punkte zu 7500 Punkte, Spielbonus 300 irgendwas. Das war's dann auch schon wieder. Und bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom. See you later, Alligator. Ciao.